Hallo und herzlich willkommen zu den Tag of News. 12.12. oder 23.12. Das ist hier die Frage. Ich glaube, keiner glaubt mehr, dass im Januar erst gewiped wird. Aber ja, die Spekulationen heizen sich auf und gerade eben wurde das hier announced. Also gerade eben vor hier jetzt nach der Aufnahme gefühlt seit einer halben Stunde. Und ja, das befeuert das Ganze zusätzlich und ich glaube, mittlerweile bekommen wir immer ein besseres Bild, was hier eigentlich passiert. Aber gleich dazu, ich möchte jetzt erst einmal Dankeschön sagen. Und zwar haben wir unsere Membership freigeschaltet bekommen für YouTube. Und tatsächlich haben direkt zwei Leute komplett eskaliert. Das ist einmal der Destinator. Vielen Dank, dass du den zweithöchsten, das zweithöchste Membership rausgehauen hast auf YouTube. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und dann nochmal ganz, 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 ganz dicken Dank an Mentrox7, der sogar den höchsten, die höchste Mitgliedschaft rausgehauen hat. Komplett verrückt. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Fassen wir kurz zusammen, was bis jetzt passiert ist und was wir wissen. Also am Montag hat das Nikolaus-Event gestartet. Viele haben gesagt, das ist schon das Pre-Vibe-Event, weil im Vergleich zum letzten Vibe ebenfalls die Bosse sich bewegt haben, andere Maps besucht haben und das Ganze rotiert hat. Die Frage war dann am Montag, ja, ist das jetzt erstmal ein Event, was eine Woche läuft? Und dann haben wir vielleicht noch eine Woche ein Event und dann würde es immer noch passen mit dem 23. Oder geht's Schlag auf Schlag? Jeden Tag ein neues Event, bis hin, dass die Preise sinken, dass wir Nachrichten bekommen von der UN oder also von der Regierungsseite in Tarkov, dass wir sozusagen das Ganze amtlicher bekommen, also dass nicht nur die Bosse auf die Barrikaden gehen, sondern dass das Ganze größere Ausmaß annimmt. Und dann können wir sagen, das ist wirklich ein Pre-Vibe-Event. Dienstag, also einen Tag später, ist es dann soweit gewesen. Wir haben das zweite Event, direkt einen Tag später. Und das hat dann schon geschrien nach Pre-Vibe. Und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt mehr Raider haben, leichter an Bosse kommen, wir haben kein negatives Scav-Karma mehr. Das bedeutet, du kannst als Scav in die Runde reingehen und die Bosse töten. Das bedeutet natürlich, dass du super günstig an Loot kommst und damit wird jetzt die Ökonomie in Tarkov komplett durcheinander geworfen. Und das ist schon... Das ist schon sehr, sehr stark ein Pre-Vibe, also es ist 100% eigentlich. Weil sobald die ökonomische Struktur in Tarkov angegriffen wird, können wir vor einem Pre-Vibe-Event reden, weil sowas ist kaum noch rückgängig zu machen. Das heißt, wir würden fast schon Mittwoch, Donnerstag und so weiter nächsten Events erwarten. Dennoch, ihr wisst, Wahrscheinlichkeiten, BSG, Nikita und so, das ist alles noch nicht 100%. Aber vor ein paar Minuten kam das hier. Und zwar wurde gerade eben ein Trailer announced für den 9. Dezember, das wurde vielleicht vor einer halben Stunde jetzt announced. Wir sehen hier unten, wie schon der Chat eskaliert. Also da sind schon 1000 Leute drin, die hier fleißig schreiben und sich bereits freuen. Pestli auch schon so einen Kommentar abgegeben, Sonntag ist Vibe. Es ist immer noch nicht 100%, aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit steigt damit auf 95%. Donnerstag, dieser Trailer. Ein paar Tage später, der Vibe am Sonntag. Hammerhart. Wie gesagt, das ist mein Geburtstag. Ich muss mal gucken. Ich hab total Lust natürlich dann auch zu spielen. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. werden wir den ganzen Tag den Vibe machen in der Scaven Talker. Wir werden mal sehen, wie wir das alles gebacken kriegen. Das wird ja eh eine Zeit lang dauern, bis der Patch hochgeladen ist. Das ist ja ein Riesen-Patch. Also es ist ja, einige sagen, das ist die größte Spielveränderung in der Geschichte von Escape from Tarkov, weil einfach so viele Dinge hinzukommen, die das Spiel schon grundsätzlich verändern. Und nächstes Jahr werden noch mehr Dinge kommen, die es grundsätzlich verändern, wie zum Beispiel der Ingame-Händler, der dann in der zweiten Folge von Lighthouse kommen wird, oder in der dritten Folge, in der zweiten kommt der Boss, in der dritten kommt der Händler. Streets of Tarkov, Verbindung aller Maps, Open World, Story und so und so. Und der Release von EFT, nächstes Jahr soll er schon released werden. Da wird einiges passieren. Aber das Ganze wird jetzt eingeleitet und deswegen ist es auf jeden Fall ein historisch denkbar großer Moment, auf den wir jetzt zusteuern. Aber was ist jetzt eigentlich neu in 12.12? Also nachdem wir diesen Trailer gesehen haben, wird vielleicht noch ein bisschen klarer sein, was uns erwartet. Aber was wir schon wissen, was reinkommt und was nicht reinkommt. Fangen wir an mit dem, was nicht reinkommt. Das sind nämlich die Animationen. Viele, viele Animationen werden momentan programmiert und sollen dazu die neuen Mechaniken einzuführen, wie zum Beispiel Klettern, Leitern hochsteigen, über kleine Gegenstände drüber springen. Viele, viele Animationen, die sind alle in Arbeit. Das wird aber erst nächstes Jahr kommen. Dann hatten wir jetzt bereits den Wechsel auf die neue Unity Engine 2019.
Und hier haben wir einige Probleme. Prinzipiell Soundprobleme, Grafikprobleme, Performanceprobleme. All diese neuen Probleme sind Ziel für 12.12. Allerdings werden wirklich nur die neu aufgetretenen Probleme erstmal primär behandelt, was auch speziell den Sound angeht. Wenn ihr in Raid reingeht, hört ihr manchmal einen Schlüsselklicker oder irgendwelche komischen Geräusche oder ihr hört Geräusche gar nicht. Und das ist erstmal Ziel. Was den Sound generell angeht, wissen wir, dass der Steam Engine 2 bald kommen wird. Und Grundlage für Steam Engine 2 war Unity 2019. Wahrscheinlich ab Januar irgendwann wird uns binaurale Sound der Steam Engine 2 erwarten. Was ein sehr, sehr spannendes Thema sein wird, ist der Progress des Ganzen. Also wie schnell werden wir jetzt noch leveln? Nikita sagte nämlich, dass alles, was wir bis jetzt haben an Guides und Level-Guides und dies, das ist alles nicht mehr gültig. Das heißt, wir müssen alles neu schreiben. Cool, viel Arbeit für uns. Also sowas macht ja auch total mega Spaß herauszufinden, was man da optimieren kann. Aber ja, wir werden sehen, ob es auch schneller oder langsamer geht. Das wissen wir gar nicht, weil wir haben jetzt die Dailies und die Weeklies. Das heißt, grundsätzlich machen wir viel mehr XP. Und die Leute, die jetzt denken, oh super, dann werde ich innerhalb von kürzester Zeit mit den Kappa holen. Ja, das wird natürlich irgendwie kompensiert werden. Und es werden auch die Monthlies dazu kommen, monatliche Quests. Also wir werden noch mehr XP kriegen. Das heißt, irgendwo wird es wahrscheinlich weniger XP geben oder es wird irgendwas schwerer sein. Auch die Queststrukturen werden verändert sein. Und was reinkommen wird, sind die Waffenfehlfunktionen Teil 2. Also sollen ja bis zu 3 Teile reinkommen. Teil 1 haben wir bereits. Jetzt kommt Teil 2. Das heißt, viel mehr Fehlfunktionen, Überhitzungen. Man muss die Waffe jetzt regelrecht analysieren, wenn was auftritt, um zu gucken, woran könnte es liegen. Und man muss herausfinden, welches Teil verantwortlich ist für die Waffenfehlfunktion und dann eventuell austauschen oder reparieren. Das bedeutet, dass im Kampf ein einfaches Shift-T nicht mehr reicht. Man braucht vielleicht eine zweite Waffe wie eine Pistole oder eine zweite Hauptwaffe, um weiterkämpfen zu können. Was aber im Zuge dessen auch kommen wird, ist eben diese Gap von 90 bis 100% Haltbarkeit. Ist also eure Waffe häklich und pfleglich gepflegt und habt ihr immer wieder das Ganze repariert und sauber gewienert und auf dem neuesten Stand, dann kriegt ihr keine Waffenfehlfunktionen. Das ist nämlich diese Lücke zwischen 90 und 100% Haltbarkeit, dass da keine Waffenfehlfunktionen mehr auftreten. Aber Überhitzungen können weiterhin auftreten. Wir werden sehen, ob mit oder ohne Schalldämpfer. Also mit Schalldämpfer auf jeden Fall. Ob auch ohne, wissen wir gar nicht. Wir wissen aber, dass dieser Schalldämpfer dann so ein bisschen qualmen wird. Da wird rote aufleuchten wegen Überhitzung. Und ja, also das kann weiterhin auftreten. Daraus können wiederum andere Fehlfunktionen folgern. Das heißt, das ganze Kampfsystem auch mit Autofire, Recoil-System wird verändert. Recoil wird krasser, schwieriger zu kontrollieren sein. Autofire-Meter werden sehen, ob das noch so möglich sein wird. Also es ist wirklich spannend, ob Single-Shot-Waffen wieder stärker werden. Das wird das Spiel grundsätzlich verändern. Dazu kommen noch Ballistik-Änderungen. Wir haben gesehen, dass Battlestate Games einige Graphen gepostet hat. Die Flugkurven sind ein bisschen flacher. Das heißt, der Anstieg am Anfang, dass man teilweise tiefer zielen muss mit einer Waffe, das wird aufgehoben. Und teilweise geht es mehr in die Länge. Das heißt, die Reichweite wird größer. Man muss weniger nachhalten. Es wird ein bisschen einfacher sein, auf Entfernungen Gegner zu treffen. Im Gegenzug dazu nimmt der Schaden ab. Das heißt, wir haben weniger Rüstungsdurchdringung und weniger Fleischschaden. Das heißt, ein Ziel zu legen wird schwerer sein. Was ganz gut ist für gewisse Quests, wo man Kopfschüsse machen muss. Weil da den Kopf zu treffen, den Gegner legen kann weiterhin wahrscheinlich. Aber ein Rüstungstreffer den Gegner eben mit guter Munition nicht sofort legen kann eventuell. Und das könnte dem einen oder anderen, vielleicht bei der einen oder anderen Quest sogar helfen am Ende des Tages. Was dann natürlich noch dazu kommt, ist das Inertia-System, also das Trägheitssystem. Nikita hat ja im Podcast gesagt, deswegen dürfen wir das hier ganz offiziell sagen, dass auf den ETS-Servern momentan das Inertia getestet wird. Also jeder von euch, der Zugang hat zum ETS-Server, der weiß schon, wie die erste Iteration des Inertia-Systems sein wird und kann sich schon ein Bild darüber machen, ob ihm das gefällt oder ob das nicht so gut ist. Ich habe gehört, so wie wir es auch im letzten Podcast gehört haben, dass das anscheinend ganz gut umgesetzt ist. Und ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Das wird das Spiel auch nochmal stark verändern und stark beeinflussen. Und natürlich der Hauptinhalt des Patches ist das Lighthouse, also die Lighthouse-Map. Diese Lighthouse-Map kommt in 3 Stufen. Das war ja schon länger so geplant. Stufe 1 die komplette Map, Stufe 2 die Bosse, Stufe 3 der Händler, den man in-game besuchen kann. Und ich habe vorhin noch gehört, dass man den sogar töten kann, also dass der Händler sogar verwundbar sein könnte. Und dass auch deswegen die Guards hat, um sich eben zu schützen. Also das wird eine ganz, ganz wilde Geschichte. Ursprünglich war ja sogar die Idee, dass man alle Bosse, alle Händler
in-game besuchen kann, mit denen handeln kann. Das ist ja sozusagen die ursprünglich langfristige Idee gewesen. Mal sehen, ob das alles noch kommt, wenn wir in der Open World sind. Aber jetzt geht's los in der ersten Stufe auf Lighthouse. Wir werden das Ganze vielleicht Januar, Februar erwarten, dass der Händler dann da sein wird. Aber jetzt schon mal die ganze Map und das ist großer Content, weil die Map ist komplett begehbar und wir werden die Map komplett erkunden können und spielen können. Das wird richtig gut und da wird auch richtig viel zu tun sein. Jetzt möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken. In erster Linie erstmal bei Meyer, der mich in seinem letzten Video erwähnt hat. Absoluter Wahnsinn. Also mit sowas habe ich gar nicht und überhaupt nicht jemals gerechnet. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Das war wirklich absolut irre. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. Ich muss mir noch was überlegen, wie ich mich da bedanken kann. Und auch vielen Dank an die allerersten Member, die unseren Kanal erreicht haben. Absolut Wahnsinn, dass ihr das auch noch zusätzlich supportet habt. Wirklich irre. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns am Samstag vor dem vermeintlichen Wipe. Ich bin so gespannt. Auf YouTube. Wir starten immer um 11 Uhr morgens. Ansonsten auf Twitch. Alte Stelle, alte Welle. Leute, bleibt gesund, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal. Ciao.